Was ist überhaupt die Istanbul-Konvention? Der offizielle Titel der Istanbul-Konvention lautet Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Er ist ein völkerrechtlicher Menschenrechtsvertrag, welcher nach mehrjährigen Verhandlungen der Staaten des Europarats am 11. Mai 2011 in Istanbul beschlossen wurde. Die Konvention verpflichtet die Vertragsstaaten, umfassende Maßnahmen zur Prävention, Intervention, Schutz und zu rechtlichen Sanktionen gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu ergreifen. Sie besteht aus insgesamt 81 Artikeln, die sehr detailliert und teilweise richtlinienartig sind. Bis heute haben 46 Mitgliedstaaten des Europarats die Konvention in Istanbul unterzeichnet und 34 davon haben sie inzwischen ratifiziert. Artikel 1 der Istanbul-Konvention lautet Zweck des Übereinkommens. Absatz 1 Zweck dieses Übereinkommens ist es, a. Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen und Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen. B. Einen Beitrag zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau zu leisten und eine echte Gleichstellung von Frauen und Männern auch durch die Stärkung der Rechte der Frauen zu fördern. C. Einen umfassenden Rahmen sowie umfassende politische und sonstige Maßnahmen zum Schutz und zur Unterstützung aller Opfer von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt zu entwerfen. D. Die internationale Zusammenarbeit in Hinblick auf die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt zu fördern. E. Organisationen und Strafverfolgungsbehörden zu helfen und sie zu unterstützen, um wirksam mit dem Ziel zusammenzuarbeiten, einen umfassenden Ansatz für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt anzunehmen. Absatz 2. Um die wirksame Durchführung dieses Übereinkommens durch die Vertragsparteien sicherzustellen, wird durch dieses Übereinkommen ein besonderer Überwachungsmechanismus eingeführt. Explizit benennt die Istanbul-Konvention die folgenden Gewaltformen: häusliche Gewalt, psychische Gewalt, Stalking, körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt und Vergewaltigung, sexuelle Belästigung, Zwangsheirat, die Verstümmelung weiblicher Genitalien, Zwangsabtreibung und Zwangssterilisierung sowie Gewalt im Namen von Kultur, Religion oder Tradition, die Gewalt im Namen der Ehre einschließt. Wie wird die Umsetzung der Konvention kontrolliert? Für die Kontrolle der Umsetzung wurde ein unabhängiges Gremium errichtet. Dieses heißt GREVIO. Der GREVIO-Ausschuss kann in Situationen schwerer oder systematischer Gewalt gegen Frauen auch Eiluntersuchungen vor Ort vornehmen. Bei der Überprüfung der Einhaltung der Konvention haben auch NGOs eine wichtige Funktion. Deutschland hat sich außerdem dazu verpflichtet, über alle Maßnahmen zur Umsetzung des Übereinkommens regelmäßig zu berichten. Wie arbeitet nun die GREVIO? Expertinnen und Experten von GREVIO führen das Monitoring in Form von Evaluationsrunden durch. Zu Beginn jeder Runde legt GREVIO die spezifischen Bestimmungen fest, aufgrund derer die Evaluation durchgeführt werden soll und lässt den Mitgliedstaaten einen entsprechenden Fragebogen zukommen. Basierend auf diesem Fragebogen erstatten die Mitgliedstaaten einen Bericht über die von ihnen getroffenen Maßnahmen zur Umsetzung der im Übereinkommen festgelegten Forderungen. GREVIO prüft diese Berichte und kann dabei zusätzlich jedoch auch Informationen von NGOs, der Zivilgesellschaft sowie nationalen Menschenrechtsorganisationen mit einbeziehen. Sollten die auf diesem Weg beschaffenen Informationen ungenügend sein, kann GREVIO zudem einen Besuch im betroffenen Land ansetzen. Auf der Grundlage aller erhaltener Informationen entwirft GREVIO einen Bericht, der sowohl einer Beurteilung der Situation als auch Verbesserungsvorschläge enthält. Der Berichtsentwurf wird dem betroffenen Land zu einer Stellungnahme übermittelt, welche ihrerseits von GREVIO bei der Verabschiedung des Berichts berücksichtigt wird. Der verabschiedete Bericht wird dem betroffenen Land sowie dem Ausschuss der Vertragsparteien übergeben und sowohl der Bericht als auch die Stellungnahme des betroffenen Landes dazu werden veröffentlicht. Wozu verpflichtet die Istanbul-Konvention? Die Vertragsstaaten sind im Rahmen der ganzheitlichen Gewaltschutzstrategie zu verschiedenen Maßnahmen verpflichtet.
Gewaltprävention durch Bewusstseinsschaffung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Unterstützung und Schutz durch Hilfsdienst, Einsatz ausgebildeter Fachkräfte, Einrichtung von Frauenhäusern. Wirksame strafrechtliche Normen und Verfahren zur Aufklärung und Sanktionierung von Gewalttaten. Sofortschutz durch Kontakt- und Näherungsverbote und Ausdehnung der Maßnahme auch in Asylverfahren eigenständige Aufenthaltstitel für Gewaltopfer. Darüber hinaus sind Gesetzgeber, Verwaltung und Gerichte ab dem Zeitpunkt der Ratifizierung der Konvention rechtlich an alle Regelungen der Konvention gebunden und müssen diese umsetzen. Auf Ebene der Gesetze muss das nationale Recht mit der Konvention in Einklang gebracht werden. Die Gerichte müssen das nationale Recht, wie bei jedem Menschenrechtsvertrag, konventionskonform auslegen. Das heißt, sie müssen etwa Regelungen der Konvention zur Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe im nationalen Recht heranziehen. Warum benötigt man die Istanbul-Konvention? In der EU haben ein Fünftel bis ein Viertel aller Frauen schon mindestens einmal im Leben physische Gewalt erlebt, darunter mehr als ein Zehntel aller Frauen auch sexualisierte Übergriffe. Meistens waren die Täter Männer aus dem direkten Umfeld der Betroffenen. Gemäß einer Umfrage der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, aus dem Jahr 2018 sind ungefähr 16 Millionen Frauen aus der OSZE-Region Opfer von sexueller Gewalt.